Hallo, willkommen zurück zu Let's Play Popolo Cloyz mit Exicator. Wo wir stehen geblieben sind, wir waren auf dem Weg zur Gilda. Ich denke mal, die sagen nichts Neues. Vielleicht gibt es ja eine neue Kiste. Nein, die sieht offen aus. Die sieht offen aus, ja. Okay, dann gehen wir mal gleich zur Gilda. Hier lang. Und dann gibt es wieder einen Kampf. Nein, Guardian hat nicht mehr ausgereicht. Egal. Wer ist denn dran? Oh. Ich glaube, der hat nichts für so weit. Gehe ich einfach mal so hin. Mist. Egal. Der kann was machen. Gummy Missile. Nein, das war Gummy Beam. Gummy Beam. Beide gleichzeitig. So. Gut. Tot sind sie. Und die haben eine Kiste hinterlassen mit Nüssen. Toll. Gut. Hier gibt es keine Gegner mehr, nur noch die fette Gilda. Hier nicht. Aha. Where is that? Was sehen Sie denn da? That's Cotrico Island. Cotrico Island? Yes, according to scattered records, a long time ago there was a war between Barbaran and the gods. A part of Remoria continent sank as a result. Barbaran war doch da, wo Brionia herkommt, oder? Diese fliegende Insel. Ex-Fliegeninsel. Und ein Teil von diesen Remoria versank im Meer. Aha. That part was Cotrico Island. Okay. Ein Kontinent ist jetzt plötzlich eine Insel. Okay. I remember Sabu mentioned something about the Remoria continent. No, the lost part of the continent has resurfaced after 3,000 years. This may be a bad omen in itself. The dark spirit that surrounds this island is powerful and menacing. What dark spirit is this? The dark spirit dwells on that island. Its evil seems to grow darker every day. King Paolo is not powerful enough to ward off the dark spirit for very long. It may eventually take full possession. We can't let that happen. We must hurry. I will go with you. We could steal a ship for transportation. Haben die nicht so eine Fähre gemacht zur Insel oder so? In da, wo auch immer. Wie hieß das? What? Don't look at me like that. Let's just get going. Er ist halt der Böse. Der Bösewicht. Wait, Nasia. Nasia, let me give you something. Use this when you approach the sea. Ach ja, kommt Kai wieder? Thank you, Gilda. Be careful, okay? Ich frage mich, wer das jetzt schon alles weiß, dass sie Kai ist, außer Pietro. Oh, Kämpfe. Wer ist jetzt dran? Nasia. Ich glaube, Nasia ist stark genug. Yep. Und jetzt haben wir Gummy Line. Und der ist doppelt so stark. Gut. Also, wie heißt es? Passler? Nach Passler oder so?
Wahrscheinlich. Da stand nämlich keine Flagge, weil Passler nicht auf der Karte ist. Müssen wir weiter runter, damit wir Passler sehen. Also, runter. Und dann nehmen wir ein Schiff zu dieser Insel, das mal ein Kontinent war. Wie groß war wohl Brionia überhaupt? Ich meine, wenn Brionia sich da abgelöst hat und dann das andere Teil, das untergegangen ist, dann als Insel bezeichnet wird? Okay. Da wären wir. Gibt es vielleicht neue Leute zum Sprechen? Ich glaube eher nicht. Soll ich mal rumsprechen? Mal schauen. Hello, Your Highness. What are you doing in Passler today? Postoff? I think Postoff is at the dock in the port. Okay. Hello, Your Highness. I heard a strange rumor that King Paolo is missing and the country will be upside down without him. Yet I only see good things. The birth of the princesses and now happy? How happy it's made the kingdom. How could the king be missing and all this good stuff is happening? Oh, ist der neu? Man, I wonder how many more nights I need to sleep without my dad being home. All the fish are hiding. The earthquake spooked them. Da war ein Erdbeben? Waren hier nicht mal Leute am Wohnen, die sich über den Krach beschwert haben? Hier sind aber keine Kinder. I heard the construction will begin soon. That sounds great to me. The more workers coming here, the better chance I have of renting the room. Was für eine Konstruktion, was für ein Bau. Oh, was gefunden. Hat sich gelohnt. 5 Gold. Die ich beim ersten Durchspielen wohl nicht entdeckt habe. Was haben wir hier? Can't sleep because I'm scared of the monster on the island. By the time I noticed, it was too late and the ship left without me. Oh, why am I so stupid? Okay. Nichts Besseres zu tun, als zu schlafen dann. Oder tut der dann nur so krank? Oh, my head is killing me. I think I had a little too much. Maybe I should study hard, look for a job and find a wonderful woman to marry. Haha, who am I kidding? Oh, total besoffen. Und hier? Oh, is the person downstairs still drinking? I can't believe that guy. He always makes excuse to drink. Gut. Und hier? Der schläft. Man sieht ihn leicht atmen. Interessantes Detail. So, nächstes Haus. Hier gibt's Sachen. Mal gucken. Was können wir kaufen? Drizzle klingt gut. So, gut. Panacea, Dragon Tea. Das reicht bestimmt. Pure Water. Seafood Lunch. Vielleicht nehme ich mal hiervon noch 2 mit. So. Dann gibt es hier Sachen, Ausrüstung. Oh, 185, das ist schon cool. Golden Blade. Dann haben wir hier Stuff. Fireforged Mode, Iceforged. Oh, was ist denn der Unterschied dann? Warte, da steht
Das benutzt man gegen Eisgegner. Ja. Oh, ich glaube, die Beschreibung ist schlecht. Kanshige. 177. Oh, das möchte ich haben. Das kaufe ich für ihn. Was haben wir hier noch? Silver Bracer. 126. 115. So toll ist das auch nicht. Ring of Might. Okay. Spiked Shoes. So viel Auswahl. Das war das letzte. Okay. Das ist schon gut. Soll ich davon drei nehmen? So. Oh, ich habe nicht so viel Geld. Okay, dann gehe ich mal ausrüsten. Nicht den. Den hier. Katana hatte der vorher. Ja. Oh, Illusion Bracer kann er ausrüsten. Aber wer kann das noch ausrüsten? Eins. Aber was erhöht es denn? Machen wir das bei Pietro. Oh, schön. Will haben. Gut. Sonst nichts, Oh, warte. Rubber Shoes. Okay. Moment. So. So. Die sind gut. Die anderen sind alle gut. Okay. Dann habe ich vielleicht noch Geld im Sparschwein. Oh, Ocarina kann ich gar nicht benutzen, hä? Wegnehmen. Nur 5000. Blop. Okay. Dann kaufen wir uns mal Arm. So. Orkish Staff. Oder. Ich weiß gar nicht, welches ich davon nehmen soll. Die sind ja beide gleich gut. 159 möchte ich schon haben. Ich weiß gar nicht, was da kommt an Gegnern. Tja. Dann kaufen wir lieber dem Pietro was. Was ist eigentlich mit seinem komischen Drachenschwert? Hat er das noch? Dragon Sword. Nicht so gut. Ja, kaufen wir mal was Neues für den Pietro. So, jetzt habe ich nur noch 6000. Dann kaufen wir mal was zum Ausrüsten oder so. Oder? Moment. Erstmal rüsten wir den Pietro aus. Mit einem Golden Blade. Und dann verkaufen wir sein altes Schwert. Können wir eigentlich auch das Dragon-Dings da verkaufen? Sell. So viel habe ich? Okay. Wenn das andere Zeug hier ist, nicht gut. Orkish Stuff habe ich sogar schon. Vindication. Malt. Katana. Okay. Gut. Die sind auch alle schlecht. Cool, dann habe ich ja nochmal Geld. Super. Vier Stück. Voll Charme. Prince Badge. Honorstar. Snow kann ich nur für eins verkaufen. Ha. Oh, man kann hier Iron Cluster verkaufen für 13. 250. Für 6. Junk. Bright Scale. Habe ich davon echt 1000? Meine Güte. Weg mit dem Scheiß. Warum habe ich so viel? Meine Güte, ich bin reich. Ich bin so reich. Wie kann ich denn hier alles... Kann ich denn nicht ein bisschen irgendwie schneller... Oh, warte mal.
Hab ich jetzt alles? Nein, Lightstone. Wie macht man das jetzt? Cell. Ich verstehe nicht. Warum kann ich dann... Tja, Moment mal. Die andere Richtung kann ich vielleicht auch gehen. So. 99. Was denn? Ich will das verkaufen. Wie geht das? Habe ich nicht so viel... Ich kann nicht so viel Geld tragen. Kann das sein? Ich weiß nicht. 2. Total. Oder... Ich weiß nicht. Ach so, ich habe nur ein Stück. So. Ach, habe ich das dann verwechselt? Ich bin doof. Phoenixfeder. Soll ich das dann verkaufen, das letzte? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das ja doch gut. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Geld. Junk. 6 Stück. Soll ich die verkaufen? So. 6 habe ich davon. Bone. 4 Stück. So, Pillow. Tire. Das reicht. 30.000 habe ich. Okay, dann kaufen wir mal mehr. Aber ich weiß echt nicht, welches davon ich für den Typen holen soll. Silver Bracer. So toll ist das auch nicht. Und das? Ring of Might will auch keiner haben. Aber Spiked Shoes für 3 Leute. So. Und dann? Jo. Das oder das? Das oder das? Beides. Beides. Egal, beides. Beides halt. Okay, das war's. So, dann für die beiden hier neue Schuhe. Moment. Alle außer Gami war das nie. So. Und dann war da noch, habe ich denen schon das Schwert gegeben. Und dann nehmen wir eins von denen. Fire. Dann halt verkaufen wir den Müll. Ich hoffe, ich achte darauf, dass ich nicht den Eisforged verkaufe. Dann die Schuhe. So. Gut. Der Rest kommt in das Sparschwein. So. Und dann noch 3. So. Gut. Erledigt. Und nun, waren wir hier schon drin? Ja, ich glaube schon. Hier ist die Herberge. Der Typ schläft immer noch hier. Miau, miau. Was? Moment. Was? Wo ist hier eine Katze? Moment. Miau, miau. Ist das keine Katze? Tja. Hier ist nichts los. Und hier? Oh, welcome, Your Highness. Please listen to this. Pami is so absorbed in building that ship. Her boyfriend was saying, this is it. I wonder what can be done about it. Ist das der Freund? I don't think I can find a job after this big earthquake. My brother is always sleeping. He even slept through the earthquake. All that shaking and loud noise, he did not even open an eye. Wahrscheinlich war es das Erdbeben, das diese Insel hervorgebracht hat. Und die hier? If I sell this land, I'll make
Wow, don't you know it's not nice to sneak up on people? Oh, will er das hier schließen? Das habe ich schon gelesen. Don't you just love this machine? We just let it roar and it produces everything on the assembly line. It manufactures various nice cookingware, silverware, just to name a few. The best part is the speed of it. The only downside is the quality isn't great, but as long as it sells. Das ist also eine Fließbandmaschine, ein Roboter. Oh, das wäre bestimmt ein guter Auftrag für Gummy. Hey, Hot Hot, I love it. I love my job. So. For my mother, hefo, hefo. Okay. Ist hier noch was? Eine Frau ist hier. To be honest with you, there's talk about selling my factory and building a train station here. I can sell this land for a high price, so I'm thinking about it. Retirement might be just what the doctor ordered. Ha. Huh. Oha. Ob das dann in der nächsten Geschichte hier weg ist? Aha. Darum haben die also von einem Zug gesprochen. Oh my, the earth roared, screamed and coughed up a massive, massive land. This kind of things make me want to stay inside and never leave to go shopping. Uff. Hm. King Paolo was called the Lion King and Prince Pietro defeated the demon. The royal family is very brave. Ja. I can't serve drinks to minnows. Would you like a juice? Oh, ja. A little juice of kelp, horn and sea slug. And I'll put a fresh sea squid on top. You don't want it? Well, okay then. Ich wollte aber schon. I saw it. The island surfaced on my voyage. There were monsters flying all around it. You are here to get rid of them. Pasilla will be safe now. I heard there are many monsters surrounding the island. Aha. Und sie? Was macht die? Welcome to Ghost Tow Lounge. Did you come to check out the island? Also doch nichts mit Urlaubsinsel. This is my last drink before I set sail. Wow, amazing. She's an angel and her beauty is divine. Oh, your highness, I will work extra hard tomorrow. Don't you worry. Even though a strange island appeared that could be a threat, customers are still coming here. I'm amazed at the power of my own beauty. Muahahaha. Das war aber kein schönes Lachen.